Du wirst persönlich Bericht erstatten, nehme ich an. Kein Problem, Meyer. Wenn ich genügend Zeit habe, werden wir dorthin gehen. Kein Problem. Das weiß ich zu schätzen. Ich nehme an, Azura wird sicherstellen wollen, dass ich für seinen kleinen Auftrag nicht zu viele Ressourcen verschwende. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Maya zuckt mit den Schultern und bedeutet mit einer Geste, dass sie sich verabschiedet. Ja, wir können wieder auf unser Schiff. Und über das Meer ablegen. Dumm-di-dai. So. Dann fahren wir mal hier hin. Und ja, während wir hier unterwegs sind, sage ich das mal kurz, was ich vorhin gemeint habe. Mit dem Fall Häfen für jedes, für jede Fraktion einen Hafen. Auch wenn wir noch nicht bei Krummsporn waren, was interessant ist, weil wir haben schon das Achievement bei allen Häfen gewesen zu sein. Aber ja, für jede Fraktion gibt es einen Heimathafen. Port Maie ist für die Valianische Handelsgesellschaft. Tikawara für die Huane. Stauholz für die Principi. Und Sayuka für die Valianische Handelsgesellschaft. Für die Todesfeuergesellschaft. Jetzt bringe ich es gerade durcheinander. Also Valiana, Todesfeuer, Huana, Principi und da sind die Sklavenhändler. Dämmerungssterne haben leider keins. Und natürlich gibt es noch das Riff, wo die Untoten hausen. So, und dann gucken wir mal, ob Ideas, Überlebenskünste sich ausgezahlt haben. Ne, wir laufen nicht um die Insel rum, wir müssen hier hin. Ja. Nach der vergrabenen Kiste suchen. Erfolg, yay. Gegen 13 gegen 17. 6 Basis plus 6 Gruppenhilfe plus privater Tanz plus Kämpfer plus Bauer. Way. Nach einigem Suchen zeigt Eder auf einen Flecken aus erst kürzlich aufgewühlten Sand und losen Stein. Du gibst die Kiste aus, die mit einem komplizierten Bronzeschloss verschossen ist. Eine in den Deckel geritzte Nachricht sticht im starken Kontrast zum polierten Holz hervor. Wir haben dies hier vor der Welt versteckt, auf dass es niemand mehr schaden möge. Öffne die Kiste auf eigene Gefahr. Was auch immer sich in dieser Kiste befindet, wurde von Magie beeinflusst, sagt Alof und hält inne. Und ich bin nicht sicher, ob es sich um anständige Magie handelt. Er rümpft die Nase. Die Kiste knacken. Ja. 15 gegen 17. Das Schloss erweist sich als Herausforderung, aber keine, die du nicht überwinden könntest. Nach etwas Mühe springt die Kiste mit einem Hirnbahnklicken auf. In der Kiste ist, denkst du, eine kurze Klinge, die in einem Fetzen mit grünem und gelben Flecken eingewickelt wurde. Mit deinem Schatz in der Hand gehst du zurück, flussaufwärts. Du hast Gegenstand erhalten, Kotzestecher. Bäh. Diese widerliche Waffe hat schon viel zu oft den Besitzer gewechselt. Gemeiner Betrunkener? Aktionsgeschwindigkeit mit Dolchangriffen, Nahkampfgeschwindigkeit mit Dolchangriffen. Okay. Gut. Das haben wir
Geschafft? Monster Dungeon? Ja, die im Feowanne haben wir noch untere Etage, Fragezeichen. Mannschaft. Köchin Konunnen. Ja, mehr rufen nicht, das haben wir jetzt auch schon abgeschlossen. Lehrer, Händler. Ja, gut. Das heißt, wir können jetzt aufs Schiff zurück. Und da werde ich, glaube ich, erstmal Umweg fahren, nämlich erst hierhin und dann nach Fort Todeslicht. Hey, cool, da haben wir ein bisschen was nicht aufgedeckt gehabt. Und ja, von Stauholz geht's dann hier nach oben, diesen Fleck erkunden. Unbekannter Standort. Jonvik. Ja, weil das ist der aschgraue Rachen, das heißt... Oh, da ist Ori-Okohiki. Bekanas Observatorium. Das heißt, ich werde erstmal dann die Ecke hier erkunden. So. Düsterwasserlagune. Ich hätte vielleicht meine Party neu organisieren sollen und Xoti reinnehmen. Aber ich hoffe mal, dass wir Big Blob auch so schaffen. Ich weiß nicht, ob wir ihn niederschlagen können, aber wir versuchen es mal einfach. Also er nimmt Schaden, aber wir nehmen auch Schaden. Au. Ja, Edir nimmt böse Schaden. Das ist nicht so gut. Ne. Der ist irgendwie nicht zu schaffen. Nee. Der ist noch definitiv zu stark für uns. Oder Nahkampf ist sinnlos bei dem. Okay. Nein, ich kann nicht nach Todeslicht laufen. Ich muss nach Todeslicht segeln. Oh, aber nicht durch den Sturm da.
Aber ja, gegen den Superschleim können wir erstmal nichts ausrichten. Kann ich jetzt einfach hoch zum Befehlszelt? Weil da will ich ja eigentlich hin. Oder wird mir immer noch der Weg versperrt? Nö. So, Befehlszelt. Mal gucken, ob Eldis mir noch was Neues zu erzählen hat. Ob wir irgendwas mit ihr aushandeln können noch. So, Eldis, hi. You're a fine sight for sore eyes, Captain. Good to see you again. Du wirst ein wirklich gern gesehener Gast, Captain. Schön, dich wiederzusehen. Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Ich dachte, du würdest gerne erfahren, wie ich der verrückten Morena im Gewölbe geholfen habe. And so I'm impressed. I like when someone does me and mine a favor. Makes me feel real friendly towards them, you know? Das hat man mir berichtet und ich bin beeindruckt. Ich mag es, wenn jemand mir und dem meinen einen Gefallen tut. Das macht mich diesen Personen gegenüber richtig freundlich gesinnt, weißt du? And I like to give my friends little tokens of my appreciation, like this. Gewand des flinken Jägers, oh, eine Lederrüstung. Und ich gebe meinen Freunden gerne kleine Zeichen meiner Anerkennung, Zeichen wie dieses. Expect Dankeschön. Me to be in touch, if or when I need you. Elsewise, do come to see me should you happen to uncover any particularly juicy tidbits regarding Ferrante's political schemes. Halte dich bereit, ich melde mich bei dir, ob und weil ich dich brauche. Andernfalls solltest du zufällig besondere Dinge, besonders kleinige Details zu Ferrantes politischen Vorhaben aufdenken. Kannst du jederzeit zu mir kommen, ja, was ihn betrifft. Hast du etwas für mich, Täubchen? Ich höre, Ferrantes Interesse am Kunstsporn Sklavenhandel bringt die Valianische Handelsgesellschaft ins Spiel. Ain't that a fine thing to know? It makes sense for certain. So, sieh mal einer an. Gut, das zu wissen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ihre Augen verengen sich. If you've evidence of his involvement, keep it close. We may be able to use it to our benefit later. Wenn du über Beweise verfügst, dass er damit zu tun hatte, pass gut auf sie auf. Vielleicht können wir sie später zu unserem Vorteil nutzen. Oh, ah, you've brought me a juicy tidbit this time. Now I'll be after it like a shark on a blood trail. Oh ja, da hast du mir dieses Mal einen saftigen Leckerbissen gebracht. Jetzt werde ich wie ein Haifisch auf einer Blutspur hinter ihm her sein. Mit einem erfreuten Ausdruck wirft sie dir einen kleinen Münzbeutel zu. 2500 Münzen. As you wish, Dav. I am happily in hope. Ja. Dann können wir ja wieder gehen. Oh, geht's hier vielleicht schneller? Zum Hof. Aber wohin zum Hof? Ah ja, hierhin. Nee. Können wir einfach hier raus, oder? Gibt's hier noch jemanden? Ja, nur Ciri. Aber mit der sind wir ja schon fertig. So, dann zurück aufs Schiff. Okay.
Und auf dem Schiff werde ich jetzt erstmal wieder speichern. Und in der nächsten Folge gucken wir uns unser Schiff erstmal an. Und führen mal wieder Konversation. Jo. Gut. Also speichern, LP. 047. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.